Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Bugatti La Voiture Nutre, ist französisch, kann ich also noch falsch aussprechen, in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt mal wieder von den mittlerweile sehr bekannten Modder My Game Steam. Ihr erinnert euch, Freiheitsstatue, Eiffelturm, habt ihr nicht gesehen. Gibt es aktuell nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und Autos. So, hier haben wir das gute Stück, Bugatti, das Schwarze, ja, im Endeffekt, so ist das irgendwie übersetzt, der schwarze Wagen, für 868.000 Euro in der Anschaffung, 44.268 im Leasing, 6.600 PS, 120 Liter Tank, 420 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Kurzer Einschub, ja, aus der Welt der Wissenden, ganz kurz, das Ding wurde im Genfer Autosalon 2019 vorgestellt, ist ein Einzelstück von Bugatti, sprich das ganze Ding gibt es im Endeffekt nur einmal. Und ich sag's auch schon mal vorweg, logtechnisch eine Katastrophe. Warum wir uns das trotzdem anschauen, das werdet ihr gleich erfahren, deswegen bleibt dran. Schauen wir uns das gute Stück mal hier in-game an. Wir sehen, das Ding ist schwarz. Wir haben riesige Felgen, holy moly, ja, die dementsprechend mit normalen Straßenbereifungen hier ausgestattet sind, ne, und ein sehr auffälliges Design haben. Ebenso haben wir hier vorne einmal das Bugatti-Logo mit drin, eine dermaßen aggressive Schnauze, dass jeder, der dementsprechend vor euch ist, sofort die linke Spur verlässt, weil er absolut gar keine Chance hat. Wir haben überall Kollision, ne? Wir können an sich überall drüber laufen, das ist kein Problem. Hinten im Eckbereich haben wir wohl den sexiesten Arsch, den ich je gesehen habe. Also, holy, das hat auf jeden Fall was. Wir haben eine durchgezogene Linie, was Bremslichter und Blinker angeht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Endrohre. Komplett bescheuert, aber ja. Wir haben 6 ganze Endrohre. Und ansonsten, tja, eine ganze Menge Lufteinlässe, beziehungsweise Verspoilerungen. Wird bestimmt auch ein Haufen Carbon im Real Life sein. Was man jetzt hier mehr oder weniger auch hier unten erkennen kann. Wenn wir uns das Ganze im Innenbereich angucken, sehen wir erstmal, wunderbar, Dings ist falsch. Wir haben Lenkrad, das lässt sich so halb bewegen. Die Texturen im Innenbereich sind eher so eine Sache, wie man hier unschwer erkennen kann. Also ja, es wurde sich so halb Mühe gegeben, aber ihr seht, das sieht an sich nicht wirklich großartig geil aus, ne? Davon mal ganz abgesehen. Wir haben links, rechts Spiegel inklusive einen Innenspiegel. Der bringt uns relativ wenig, weil ihr seht, das Ding ist hier hinten dicht. Ne, man kann also über den Rückspiegel in dem Falle eh nichts erkennen. Man könnte also sagen, im Außenbereich sehen die Texturen soweit gut aus. Ja, beziehungsweise eigentlich sogar ohne Beanstandung. Ist halt rein schwarz, da kann man jetzt nicht viel falsch machen. Der Innen, also im Außenbereich, im Innenbereich ist da eher noch sehr viel Nachholbedarf. Wie viel ist bei dem Mod? Hören wir uns mal den Sound an. Ja, ihr hört schon, das ist definitiv kein Standard-Sound. Hört sich bullig, hört sich aggressiv an. Na, ob das nur unbedingt am Original ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Es ist trotz all dem relativ passend zum Fahrzeug. Deswegen, wenn ich mehr dazu sagen kann, schreibt die Bewertung mit rein. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht erstmal hier, mit den Beinen wird so ein bisschen gearbeitet. Das sieht man so von außen. Man sieht aber hier, was die Hebel angeht, so wirklich animiert sind sie nicht, aber er nimmt die Beine ein bisschen hoch und runter. Ansonsten sind die Armaturen sogar mal mit animiert, wie ihr hier sehen könnt. Ne, wenn ich hier das ganze Ding anmache, ne, kommt das Ganze auch. Und wir sind jetzt hier ungefähr bei 50 laut Anzeige. Ne, das hängt auch ungefähr mit dem LS-Tacho überein, was ganz nett ist. Spiegel funktionieren, wie ihr seht, an sich mehr oder weniger auch. Man kann nur nicht wirklich was dran erkennen. Ja, also es bewegt sich irgendwas, aber wirklich sichtbar ist es nicht. Könnte man gegebenenfalls auch nochmal fixen. Ansonsten, wenn ich jetzt hier Blinker und Co. anmache, da seht ihr erstmal nichts. Wenn ich einmal in die Nacht mit reingehe, okay, ne? Wo haben wir es denn? Oh, geht gar nicht mehr. Oh, da wägen sie gut.
Ja, da wegen so gut. Das ist natürlich klasse. Dann müssen wir das kurz über die Developments-Kontrolle machen. Deswegen habe ich euch schon vorher gesagt, das Ding ist logtechnisch eine gewisse Katastrophe. So, schalten wir kurz in die Nacht hier rein. Wenn ich hier separat Licht anmache, seht ihr, wir werden noch so zwei Elemente am Türrahmen hier mit beleuchtet. Das war es dann am Ende des Tages auch schon. Aber jetzt kommt mehr oder weniger das Highlight, deswegen wollte ich euch das Ganze zeigen. Ihr habt es vielleicht gerade eben schon gesehen, wenn wir rückwärts fahren, unser Rückwärtsfahrlichter ist das Bugatti-Logo. Ja, das ist die eine Besonderheit. Was aber ich am schönsten finde, sind die Blinker, beziehungsweise wie das umgesetzt worden ist. Ne, wir haben hier vorne normale Blinker, links, rechts, ganz klar, aber guckt euch das mal hier hinten an. Also wenn das mal nicht sexy ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also das hat auf jeden Fall was, hat Reflexion. Ne? Und das sieht halt wirklich mal absolut endgeil aus. Das muss man ja mal wirklich lassen, dass man das auch so umsetzen kann. Ne? Also das hat auf jeden Fall was. Ansonsten gibt es normales Fahrtlicht und Abblendlicht. Ne? Könnt ihr über die F-Tasten machen, beziehungsweise Numpad 6. Hupe, auch immer dabei, schön. So, ihr seht, der Lok hier, der macht mittlerweile schon gar nichts mehr. Ne? Also machen wir das nochmal kurz hier über die Development Controls. Gehen wir wieder rein. Ansonsten, Motorsound ist aber leider ein Tick zu laut, könnte man noch anmerken. Ihr seht, 420 km/h Max-Speed. Werdet ihr nie hinbekommen. Also werdet ihr wirklich nie hinbekommen. Fahrphysik ist halt so, wie man das von schnellen Fahrzeugen kennt. Der rutscht gerne. Ne? Also, das liegt halt einfach daran, ist halt ein bisschen zu leicht, das gute Stück. Ne? Also damit müssen wir definitiv ein bisschen langsamer fahren. Wir können gerne mal hier die Höchstgeschwindigkeit, die wir auf so einen Teilabschnitt hier machen können, austesten. Ich gebe einfach mal hier Gas. Da seht ihr, ab 120 wird die Karre schon langsamer, was die Beschleunigung angeht. Ja, also zu knapp auf 200 komme ich in den Abschnitt. Da ist man weit von den 420 entfernt. Ansonsten gibt es noch das Problem, wenn ihr die Innenansicht geht und die Maus bewegt, zack, ist sie hinten. Ja, so ein typischer Fehler. Der immer mal wieder bei solchen Mods vorkommt, beziehungsweise es wird halt anscheinend wieder die Kamera verdreht und nicht geändert. Naja. So, kommen wir jetzt mal zum größten Negativpunkt an diesem Mod, was ich euch am Anfang schon gesagt habe, und zwar das ist der Lok. Ihr seht das Ganze hier, holy, holy moly. Ne? Also Lua Call Stacks und Lua Call Stacks und Lua Call Stacks. Das Ganze nimmt gar kein Ende mehr, zumal ihr seht hier, ich kann im Lok nichts mehr eintragen. Es geht halt einfach nichts mehr. Ne? Also. Das ist, ja, weil Maus-Event, irgendwas haut da schon mal hin. Könnt im Endeffekt im aktuellen Zustand das Ding oder das Spiel dann mal kurzerhand oder den Spielstand mal beenden und wieder neu starten, ne? Weil ansonsten ist es nichts. Deswegen, warum habe ich euch das trotzdem gezeigt, beziehungsweise warum zeigen wir euch das per se? Weil der Mod Dinger hat, die es halt selten gibt, ne? Unter anderem halt sowas hier, und ich finde das immer recht interessant, euch auch mal zu zeigen, was auch mittlerweile modding-technisch da möglich ist. Wenn das Ding noch sauber wäre, dann wäre es noch besser, dann ist es ein gutes Fahrzeug, ne? Abseits der Fahrphysik, ne? Aber so momentan nicht. Trotzdem, das hier muss man mal positiv hervorheben, in meinen Augen. Wer trotzdem Bock hat und sagt, ja, ganz ehrlich, ich krieg dieses etwas hier gefixt, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann. Haut rein. Tschüssi, Kowski.